Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Gehen wir mal raus. Kokiri-Wald. Guten Morgen, Lufuzio. So, willkommen zu meinem neuen Let's Play über The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mal gucken. Ah, okay. Hey, eine Fee. Endlich hast du auch eine Fee. Boah.
sorry. Es gab's irgendwie. Ja, schön. Gut, könntest du bitte aufhören. Gut, jetzt gab's irgendwie so etwas Krankes, dass die Aufnahme abgekackt ist. Wie dem auch sei. Ich bin krank, ich kann nicht immer vorlesen, meine Stimme ist nicht wirklich auf 100%. Oh Gott. Die Musik ist sehr laut. Jedenfalls, ich habe schon mal bis... Ich habe schon so weit gespielt, dass ich so ziemlich alles hier in diesem Bereich, in dieser Map erkundet habe. Darum gehen wir zuerst... Wo gehen wir zuerst hin? Also weiter habe ich leider nicht spielen können, weil ich vergessen habe zu speichern. Speichern. Stoddeln. Falsch. Irgendwo ist hier so ein Trottel. Wo ist dieser Trottel? Hier geht's ne Storch. Hier hinten soll etwas sein. Denk ich mal. Nein, hier war nichts. Was ist das? Ah, okay, gut. Nein! Ja, ich habe kein Schwert. Entschuldigung, ich habe kein Schwert. Gib mir ein Schwert. Boah. Von da bin ich gekommen. Gut, dann gehen wir mal da lang. Ich mache jetzt ungefähr 10 Minuten Parts. Das sollte reichen für den Anfang. Okay. Wer ist das? Hey, du feenloser Versager! Was hast du mit dem Dekobaum zu bereden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann! Entschuldigung, kurz. Was? Du hast eine Fee und der Dekobaum hat dich zu sich gerufen? Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Nido zu sich rufen? Das kann nicht sein. Ich glaube es einfach nicht. Du bist nicht einmal ein richtiger... Du bist nicht mal richtig ausgerüstet. Wie willst du dem Dekobaum denn ohne Schwert und Schild gegenübertreten? Was? Das stimmt, ich bin auch nicht ausgerüstet, aber das ist etwas anderes. Wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein. Verschwinde. Okay, gut, ich verschwinde. Nach links! Oh, verdammt. Okay, gut, das geht auch. Da ist irgendwas. Das ist was. Ha! Was ist das? Hier ist ein Loch in der Erde, um man wohl ein etwas einpflanzen kann. Ah, das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Guck hier rein. Ja, ich hab kein Geld. Springen wird das. Ah, hier sind so Tutorial-Schilder. Ah, ja. Das lag's irgendwie gerade. Ja, ich muss das Ganze natürlich emulieren, weil sonst geht's... Was? Okay. Weil sonst kann ich das überhaupt gar nicht aufnehmen. Das ist ein sehr altes Spiel, dafür ein geiles. Ich kenn's nicht wirklich. Ich hab's zu einem Befehl. Eben Befehlung bekommen. Oh, ganz viel Smaragde. Oh, gut. Gut, jetzt leckt gerade. Jetzt mache ich gerade Pause. Speichere ich mal. Gut. Ja, gut, dann mache ich mal. Mal hier ein Cut. Gut. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ist es gut? Ist es schlecht? Wollt ihr mehr sehen? Weniger? Nein. Wollt ihr ein ganzes Let's Play oder so? Bla bla bla. Hier kommt übrigens ein neues Outro von Extra für Zelda. Und ihr seht im Outro dann, wie ich dann ein bisschen weiterspiele. Okay, gut. Danke euch fürs Zusehen. Genau. Mein Kanal für alle Videos. Und ich will euch sehen im nächsten Video. Bye, bye. So.
beste Ort, um zu lernen, Fähigkeiten richtig einzusetzen, ist das Gokiri-Trainingslager auf dem Meer. Okay, gut, danke. Und dabei halt gut daran, dass du blöd bist. Ihr hasst mich alle. Lass mich in Ruhe. Bleib in Ruhe. Ihr hasst mich alle. Ihr gebt mir zu wenig Sprache.